Hallo und seid gegrüßt. Wir sind ja wieder am Bahnhof Winsen und einige Güterzüge fahren ja dieses Mal ungewöhnlich durch und wir haben noch einige andere Highlights. Bleibt also dran. Das war nochmal wieder eine ganz normale Durchfahrt, aber also nichts Besonderes. Jetzt kommt erstmal wieder ein Arbeitsfahrzeug. Schreibt nochmal in die Kommentare, was es ist. Ich würde vermuten, eine Stopfmaschine, aber ich bin ja nicht allwissend. Der jetzige Güterzug nimmt zwar den normalen Weg, wie eigentlich immer, aber er sieht ganz interessant aus. Also diese Schüttwaggons, die hatte ich hier so noch nicht gesehen. Ja, ICEs und ICs fahren eigentlich immer in der Mitte. Wir werden aber ganz am Ende noch einen anderen Zug in der Mitte fahren sehen. Seid mal gespannt. Ja, hier wird es ungewöhnlich. Leider konnte ich den Zug beim Anhalten nicht filmen. Da war ich leider nicht da. Also das habe ich hier noch nicht erlebt. Das ist eine Überholung. Also der Güterzug steht jetzt hier rechts am Bahnsteig und ist angehalten. Und ich filme ja schon eine ganze Weile hier am Bahnhof Winsen. Aber ich habe noch nie erlebt, dass es eine solche Überholung hier gibt. Also das ist jetzt das erste Mal. Ja, eine schöne Vectron.
Und die wird dann gleich losfahren, wenn der ICE nicht mehr zu sehen ist. Okay, das ist jetzt mal wieder der Schotterzug. Naja, in Winsen darf der ja nicht fehlen. Ich glaube, dass dann auf der rechten Seite noch ein Metronom nachher gleich einfährt. Ja, jetzt wird gleich ein Güterzug kommen und der fährt etwas ungewöhnlich. Der fährt hier auf der rechten Seite und Güterzüge fahren eigentlich links. Und hier passiert noch was, der Güterzug wird eine Flasche aufwirbeln, ist also doch nicht so ganz ungefähr am Bahnsteig gefunden.
Ja, die Vögel zwitschern, es kommt noch ein Metronom. Da kann man mal sehen, wie eng die Strecke hier befahren ist. Diesmal haben wir leider keine Nebenbahn. So, und jetzt kommt, wie gesagt, noch ein Güterzug, der auf diesem rechten Gleis fährt, was, wie gesagt, eigentlich ungewöhnlich ist. Güterzüge fahren normalerweise eigentlich immer links. So, und jetzt wird es ganz verrückt. Jetzt kommt ein Güterzug in der Mitte, wo eigentlich nur die ICEs fahren. Ja, habt ihr dafür mal eine Erklärung? Also das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich.